politische Bildung ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Das heißt, nicht nur die politische Bildung im Hauptamt, sondern vor allem auch im Ehrenamt. Im Hauptamt sind wir viel zu wenig, um auf Themen zu reagieren, wie Flüchtlingspolitik, wie Pegida, wie ganz normale Probleme, die vor Ort entstehen. Das heißt, wir sind auf die Leute draußen angewiesen, die sich interessieren, die Lust haben, mitzumachen. Wann ist das eigentlich, wenn wir halt als Engagierte ein bisschen weiter gucken, uns in die Kommune einbringen und wenn wir wirklich halt dann auch Demokratie mitgestalten und sozusagen, dann wächst daraus wirklich Demokratieförderung. Die Menschen, die das machen, sowohl ehrenamtlich als politisch Engagierte, machen es aus Engagement, die machen es aus Interesse, die machen es aus Leidenschaft. Darin liegt das Gemeinsame. Ein Unterschied liegt, glaube ich, für mich vor allen Dingen auch in, sag ich mal, Bildern, die immer noch kursieren. Die heißt, Mensch, politische Weiterbildung, ach, da sitze ich in irgendeinem Kurs und lerne, wie Demokratie funktioniert. Und wenn ich ehrenamtlich engagiert bin, dann redet mir keiner dazwischen und ich mache mein Ding. Volkshochschulen arbeiten in ihren Regionen in vielen, vielen Netzwerken. Integrationsnetzwerke ist eines der großen Stichworte, ist politisch auch gerade aktuell, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Und es hat sich herausgestellt, dass die Arbeit in diesen Netzwerken sehr effektiv sein kann, um für die Betroffenen möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Sprich, dass sie eben in die Kultur, in die Sprache, in das gesellschaftliche Leben, in die politischen Gegebenheiten integriert werden. Worum geht es in dieser Veranstaltungsreihe? Ein geflügeltes Wort eines unserer Kollegen in der Erwachsenenbildung sagt immer, der Wurm muss nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken. Unser Bestreben ist an dieser Stelle, dass wir die politische Bildung an den wie auch immer gearteten Endverbraucher bringen und dass wir, um dieses Ziel zu erreichen, ganz einfach versuchen wollen, neue Veranstaltungsformate, neue Konzepte, neue Formen der politischen Bildung dahin zu bringen, dass wir den Bürger in Sachsen-Anhalt erreichen. Ich komme aus Lutherstadt Wittenberg zu Ihnen, meine heutigen 4 Thesen für diese Veranstaltung. Die These 1. Das bürgerschaftliche Engagement ist vielfältig, es ist freiwillig, öffentlich am Gemeinwohl orientiert und durch fehlende Ausrichtung auf materiellen Gewinn gekennzeichnet. Was sich zunächst einmal wie ein Gemeinplatz anhört, ist es wert, kurz durchdekliniert zu werden. Das Prinzip für sich und andere ist tragend, wenn wir über bürgerschaftliches Engagement nachdenken. Die Demokratie ist sozial gespalten. Menschen aus benachteiligten sozialen Verhältnissen sind mit niedrigem Bildungsniveau, haben nicht nur deutlich schlechtere Chancen auf den Ausbildungs- und Arbeitsmärkten, sondern sie sind auch tendenziell von der Teilhabe an der politischen Macht und an den sich durch politische und soziale Organisationen eröffnenden Mitgestaltungsmöglichkeiten und Kompetenzbildungsprozessen ausgeschlossen. Dieser Befund, eine ganz praktische Folge, die, so ist es aus heutiger Sicht zu befürchten, im März des kommenden Jahres eine erneute Bestätigung finden wird. Die Wahlbeteiligung geht zurück, weiterer Rückgang, glaubt man einer aktuellen Studie aus den Häusern Bertelsmann und Allensbach, erscheint wahrscheinlich. Die Entkopplung von Pädagogik und politischer Philosophie ist problematisch. Der politische Stellenwert von schulischer und außerschulischer Erziehung leidet in der Folge der Rezeption der sogenannten Böckerförde-These. Große Denker wie Immanuel Kant und John Dewey hätten das Thema der demokratischen Erziehung noch als intrinsischen Bestandteil ihrer eigenen politischen philosophischen Unternehmung betrachtet. Doch heutzutage spielt dies innerhalb der normativ orientierten Demokratietheorie nur noch eine randständige Rolle. Sich als Zivilgesellschaft einmischen gehört zur Grundausstattung des bürgerschaftlichen Engagements. Menschenketten und friedliche Sitzblockaden gehören auch dazu. Neue Methoden, neue Zugänge, neue Instrumente für die politische Erwachsenenbildung. Ich glaube sozusagen, da müssen wir alle sozusagen noch wesentlich kreativer werden, vielleicht auch mal ein Stück zurücktreten und zu schauen, was kann funktionieren. Flashmob war das Thema zum Beispiel in Merseburg. Wie kann man das für die politische Bildung nutzbar machen? Geht das überhaupt? Dazu gehört auch, und das, meine Damen und Herren, ist für so ein ehrenamtliches Netzwerk
wie gelebte Demokratie nicht ganz so einfach, eine verbindliche Jahresplanung zu machen. Sozusagen, das ist eigentlich, was wir uns auch vornehmen. Der Hintergrund ist nämlich, oftmals haben wir gute Ideen, auch was Veranstaltungen anbelangt. Es scheitert dann natürlich an der kurzfristigen Anfrage. Aber ich möchte daran anknüpfen, was Sie sagen. Also wenn wir als Thema haben, wie erreichen wir junge Menschen? Und das ist das Thema von jedem Verein, von jedem Träger, von allen Engagierten, dann stelle ich mir die Frage, wie müsste der Auftrag gestaltet sein, dass junge Menschen da angesprochen werden, wo sie sind, in ihren Formen, wie sie sind. Also ich sage jetzt mal das Thema Flashmob oder ob das Occupy ist, ob das Piraten sind, ob das Formen sind, also die auch in sozialen Netzwerken stattfinden, die im Internet stattfinden, die an Orten stattfinden, die, sage ich glaube ich, von den klassischen Angebote der politischen Weiterbildung nicht erfasst sind. Als Vision hatten wir dann ganz deutlich, dass es wichtig ist, dass in diesen Bereichen von nonformalen Lernstrukturen, also wie Bildungsanbietern, die jetzt nicht Schule oder Uni sind, es möglich ist, auch so informelle Lernprozesse zu gestalten, also Sachen, die nicht so einer klaren Ergebnisform folgen, und dass wir uns wünschen würden, dass, wenn es jetzt gelungene Formate oder Ansätze gibt, dass es Plattformen gibt, wo ich die finde und mich austauschen kann, aber genauso, dass es auch Plattformen gibt, wo ich über, sag ich mal, Scheitern oder Misslingensprozesse mal reden darf, ohne dass ich gleich Angst habe, dass ich dann irgendwelche Fördermittel zurückbezahlen muss. All diejenigen, die hier sind, sind Überzeugungstäter. Das heißt, all diejenigen, die hier am Tisch sitzen, brennen für die Aufgaben, die sie unbedingt erfüllen müssen, sind voller Engagement, sind voller Ideenreichtum, werden aber permanent ausgebremst durch Rahmenbedingungen, die sie leider nur zu wenig oder gar nicht beeinflussen können. Und der Appell, den ich nochmal mitgeben möchte, ist der da schon steht. Gibt den Leuten einfach mehr Möglichkeiten, ihren Rücken freizuhalten für die inhaltliche Arbeit. Ich war sehr überrascht über die beiden Vorträge, die wir gehalten haben. Insbesondere Vortrag gelebte Demokratie hier in Dessau-Roßlau. Mit welchem persönlichen Engagement und in welcher Vielfältigkeit die Menschen hier erreicht werden. Und ich habe an der Stelle eben einfach nochmal die Anregung für mich mitgenommen, dass wir über offene Formate, über Flexibilität, über aktuelle Themen, die in der Region verankert sind, Menschen tatsächlich erreichen können. Und insofern ist dieses Bündnis hier vor Ort ein Positivbeispiel, was, denke ich, auch eine Strahlkraft für Sachsen-Anhalt haben kann. Einfach probieren, etwas ausprobieren, nach der Möglichkeit, also das gute Beispiel des anderen, nicht einfach zu kopieren, sondern einfach weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da sind heute viele Ansätze da. Und wenn ich so höre, wie die Teilnehmer untereinander auch gesprochen haben, oder das Fazit war, ich komme hierher mit geringen Erwartungen und gehe mit einem Sack von Ideen und neuen Projekten hier raus. Und das finde ich ganz gut. Und das soll es auch sein. Wir wollen wirklich Gespräche ermöglichen, untereinander netzwerken, wie man das so schön nennt. Auch das Format scheint mir sehr geeignet zu sein, halt also auch die Größenordnung. Man kann ja durchaus auch in dieser Größenordnung zu Diskursen kommen, halt das ist ja das Schöne. Ich hab mich also eigentlich wohlgefühlt, halt also Vortrag ist nicht immer also eine politische Rede, sondern ist erstmal halt also ein wissenschaftlicher Abriss, und da fand ich halt die Ergänzung mit der Praxis aus der gelebten Demokratie halt sehr zielführend, halt also dass man sagen kann, man verständigt sich da eine Theorie und Praxis, um also was weiterzuentwickeln. Und da finde ich die Veranstaltung super.